Bevor das Video richtig beginnt, möchte ich euch etwas zeigen, was man oft nicht sieht in der Welt des Internets. Es ist der Donnerstag, 29. September 2022. Noch 2 Tage bis zur ersten WM-Qualifikation. Ein Wettkampfdurchgang steht auf dem Plan. Und wie ihr jetzt sehen werdet, war ich an jenem Tag nicht auf der Höhe. Ich war träge, kaputt und hatte nicht so viel Energie. Trotzdem habe ich versucht, jeweils bis zum Schluss durchzuziehen und auf die Zähne zu beißen. Und glaubt mir, die wichtigsten Trainings sind genau diese. Jene, wo man müde ist und man denkt, man schafft es nicht. Die Moral des Ganzen? Zieht durch, auch wenn es manchmal schwer ist. Am Ende des Tages ist es entscheidend, dass ihr auf den Tag zurückblicken könnt und sagen könnt, ich habe mein Bestmögliches gegeben. Ihr werdet früher oder später belohnt. 100%. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie geht's? Fit? Ready? Im heutigen Video geht es um die Weltmeisterschaftsqualifikation, welches diese Woche ansteht. Ja, ich befinde mich in Macklingen, wo auch dann der Wettkampf morgen am 1. Oktober, also am Samstag, stattfinden wird. Und ja, im Moment kommt da ein wenig mehr Turn-Content, weil viele Wettkämpfe anstehen. Ist doch auch mal cool. Und ich freue mich. Ich habe mich gut erholt vom Wettkampf letzte Woche. War sehr anstrengend natürlich. Wieder mal einen Wettkampf zu turnen, nicht nur für den Körper, auch für den Kopf, also das Ganze zu verarbeiten, die ganzen Emotionen. Und ja, aber ich freue mich und es geht weiter. Jetzt gilt es ernst. Und ja, mein Plan ist es einfach, nehme euch ein wenig mit. Eben vor allem wieder der Wettkampf, sicher spannend für euch zu schauen, wie ich mich schlagen werde. Und ansonsten, ja, nehme ich ein wenig auf, mal schauen, ist ja nicht so spannend, Macklingen kennt ihr ja schon,
In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video, gute Unterhaltung und drückt mir die Daumen. Let's go. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Es ist jetzt genau 17 Uhr. Ich hatte ein Zweiphasentraining und heute habe ich eigentlich sehr wenig gemacht. Einen Tag vor dem Wettkampf macht man nicht viel. Man bewegt sich ein wenig und ja, macht sich ein wenig bereit für halt morgen, für den Wettkampf. Und darum habe ich auch nichts aufgenommen, weil ja, sehr langweilig für euch, wenn ich da einfach meine Physioübungen und so mache. Darum gibt es da nicht viel zu sehen für euch. Jetzt gehe ich noch einkaufen. Ich brauche noch Socken. Weiße Socken für morgen. Habe ich total vergessen. Und dann gibt es schon Abendessen und dann geht es früh schlafen, weil morgen muss ich bereits um halb zehn beginnt das Einturnen und um 11 ist dann Wettkampfbeginn. Guten Morgen, everyone. Today is the day, competition day. Und ich fühle mich gut geschlafen. Und ich wollte euch ja noch eine kleine Roomtour von meinem Zimmer zeigen. Starten wir direkt im Bad. Das hier ist das Bad, die Toilette. Hier eine kleine Dusche. Simple. Hier ist der Eingangsbereich, ein paar Ablageflächen. Ja, tut mir leid, die Unordentlichkeit. Ein kleines Bett. Klein, aber fein. Ja, und es ist ja nur eine Nacht. Genau, jetzt geht es zum Frühstück und ja, es wird Energie getankt. So sieht mein Frühstück aus. Wir haben hier Natur-Joghurt, dann Fruchtsalat, Haferflocken, hier noch Käse, eine Trutenbrust, ja, glaube ich. Und natürlich der Obligate. Cappuccino! Here we go. Der Wettkampf wurde beendet. Es ist jetzt bereits halb sieben. Ich bin schon wieder in
Wintertour. Und leider konnte nicht aufgenommen werden. Aber kein Problem, die Übungen sind ja gleich wie beim letzten Wettkampf. Und ja, es ist okay gelaufen. Ich hatte keine Stürze, das ist positiv. Ich blende mal die Rangliste ein. Und genau, es gab kleine Fehler, aber das ist kein Problem. Und jetzt, das war die erste Qualifikation. Nächste Woche ist die zweite Qualifikation und dann wissen wir, wer sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Yes, das war's vom Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und lasst gerne ein Like da, abonniert. Und ja, unterstützt mich, begleitet mich auf dem Weg. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Happy Sunday. Peace out.